Ordnung. Bis gleich. Jetzt kann ich endlich wieder zu Hause ängstlich sein, stand draußen an der Witz. Zum Glück bin ich versichert. Ich höre ständig von dieser Skylar. Sie ist nicht sicher, wenn sie da draußen immer noch nach ihrem Admiral angelt. Jemand muss mal ein ernstes Wörtchen mit ihr reden. Ich bin bereit. Wen soll ich umlegen? Als Trapper denkt man an Naturkatastrophen. Dann setzen wir die Sache mal in Bewegung. Könntest du mir einen Gefallen tun? Ich heiße Wendell. Wendell Rattler. Aber die meisten nennen mich Rat. Ich würde normalerweise keinen Fremden so anquatschen, aber Dutch hält viel von dir. Ein paar von uns haben gemeinsam in Vietnam gedient. Du kannst dir nicht vorstellen, was wir in diesem Dschungel gesehen haben. Also haben wir uns geschworen, dass wir bereit sein werden, wenn so etwas jemals in unserem Land passiert. Wir haben eine ordentliche Sammlung zusammengestellt. Waffen, Munition, Ausrüstung. Wir haben sie unseren Freiheitsfonds genannt, weil uns das unsere Freiheit bis zum Tod garantieren sollte. Aber das ist lange her. Und der Einzige, der jetzt noch lebt, bin ich. Die Ausrüstung ist sicher verwahrt. Aber wir haben die Kombination unter uns aufgeteilt. Wir haben jede Zahl in unsere Sturmfeuerzeuge eingeritzt. Wäre ich 10 Jahre jünger, würde ich mich selbst auf die Suche machen. Aber jetzt würde ich einfach sinnlos dabei draufgehen. Ich brauche deine Hilfe, die Feuerzeuge zu finden. Bring sie zu mir und du darfst dir was aus dem Vorrat mitnehmen. Verdammt soll ich sein, wenn ich zulasse, dass diese Sekte mein Land niederbrennt. Der Clown hatte recht. Wenn du gut in was bist. Würdest du es nie umsonst machen? Hey. Hallo, Sir. Warte mal. Was war das? Einsatzbereit. Messer verlassen.
werden. Aber einem Mann so blind zu folgen, ich weiß ja nicht. Hey, wir haben viel Geschrei aus dem alten King's Hot Springs Hotel kommen hören. Die Sekte scheint da gefangen zu foltern. Ich hoffe, ist denn... Was zur Hölle? Ich gehe darüber. Deckt mich. Ich hatte Monsterschiss. Mehr Messer besorgen. Einer von uns wurde beim Jessop-Anwesen beschossen. Er hat es aber zurückgeschafft und erzählt, dass die da versuchen, das Bliss zu verbessern. Das Zeug ist jetzt. Wir können das nicht zulassen. Hardy. Sind keine Freunde von John Seed. Wer schießt? Ich bewege mich darüber.
day. We say all right. Los, seht mal, Gesellschaft! Ich bin so stolz. Ich habe mich nicht vollgepinkelt. Ich hatte mich schon mit dem Tod abgefunden. Wo kam das jetzt her? Dreck. Das erinnert mich dran, wie gern ich lebe. Jesus, Maria und Josef, helft mir! Sie machen mich hier fertig! Das tut höllisch weh! Thank you.
Das tut scheiße weh. Komm und hilf. Thank you.
Schade, dass das nichts mehr bedeutet.
reißen die Tore ein, falls jemand in der Nähe ist. Beeilung! Keine Ahnung, wie viel Zeit uns noch bleibt. Sharky, wir veranstalten eine Überraschung. Nur keine Bange! Ich hab genug Feuer für jeden von euch! Ich bin Charlemagne Victor Beauchamp. Wenn du im Alltag nicht so viel Zeit hast, nenn mich einfach Sharky. Willkommen! Mein besonderes Plätzchen, wo ich fern meines Bewährungshelfers oder anderen Zeugen oder Gesetzeshütern wie dir mal ich selbst sein kann. Hier kann ich meinem Drang nach Feuer und Chaos freien Lauf lassen. In einer sicheren Umgebung, ohne Hose und ohne Konsequenzen. Ja, jetzt habe ich eine Hose an. Aber wer weiß, ob das in einer halben oder dreiviertel Stunde auch noch so ist. Ich habe hier ein zuckersüßes Soundsystem, das 110 Dezibel der heißesten Musik rauspustet, die es je gab. Jedes Mal, wenn ich die Anlage aufdrehe, kommen diese scheiß Sekten-Angels angerannt. Ich weiß nicht, ob sie es lieben oder hassen, aber es macht auf jeden Fall Bock, sie einzuschmelzen. Und keine Sorge, diese Angels sind sowieso hirntot. Ich gebe ihnen nur ein Halleluja mit auf den Weg in den Disco-Himmel. Willst du mir helfen? Macht echt Spaß, ich sag's dir. Ich verrate es auch keinem und wir müssen auch nicht unbedingt eine Hose anhaben. Für Musik und den Flammenwerfer, um sie tanzen zu lassen. Du bringst dein... was auch immer du parat hast. Lass die Party beginnen! Sie nicht auf Disco stehen? Oh, schau, der
Cops so cool wären wie du. Was soll ich sagen? Ehrlich, wir beide, das ist pure Chemie. Wir sind ein verdammt geiles Team. Alles klar, mach dein Ding. Ruf mich, wenn du dich das nächste Mal jetzt anlegst. Schon ein verdammter Millionär. Er ist trotzdem eine Kämpfernatur und scheißt auf Eden's Gate. Man muss halt nehmen, wen man kriegt, was? Willkommen im Bliss. Ich weiß, du kennst Geschichten über mich. Dass ich lüge. Dass ich manipuliere. Den Geist der Menschen vergifte. Tja. Ich erzähle dir eine andere Geschichte. Eine wahre Geschichte. Die von ihrer Gemeinde verstoßen worden war. Gemobbt von ihren Freunden. Missbraucht von der Familie. Sie nahm eine Nadel zu Hilfe. Sie war ganz allein. Sie wollte sterben. Und dann traf sie den Vater. Er gab ihr Hoffnung und Zuversicht. Der Vater zeigte ihr, wie besonders sie war, so voller Liebe und Leben. Er gab ihr eine neue Familie, die sie akzeptierte, so wie sie war. Danach wollte die junge Frau nicht mehr sterben. Ihr Leben hat wieder Sinn. Eines Tages brachte der Vater sie hierher. Er fragte, ob sie an ihn glaubte. Er fragte, ob sie bereit sei, für ihn zu sterben. Die junge Frau, die jetzt wieder leben wollte, hatte Angst. Der Vater sagte ihr, dass dies ihre Prüfung sei. Er würde an sie glauben, wenn sie auch an ihn glaubte. Also schloss sie die Augen und sprang. Der Vater hielt sein Wort. Der Weg nach Eden ist offen für die, die glauben. Folge dem Pfad. Ich gebe dir ein Ziel. Ich befreie dich. Fühlst du dich anders?
Fühlst du dich lebendig? Der erste Schritt ist immer der unheimlichste. Aber wir glauben alle an dich. Mach die Pilgerreise. Wandle auf dem Pfad. Wir sehen uns bald. Uns den Hintern gerettet. Die werfen sich jetzt schon seit Tagen gegen diese Mauern und hören nicht auf. Das ist ein echtes Hornissennest. Wachs auf der Straße! Verdammt! Sunny! Rookie, ich brauch dich auf der Mauer. Gang voll! Rogers, irgendwo ist ein Schweißgerät. Footy hat es, so let's hol es dir. Du bleibst bei mir. Fangt an, Schrott zu sammeln und wenn ihr dafür die Türen von den Zellen abreißen müsst, dann tut es. Und jetzt los, wir haben wenig Zeit. Gibt's Probleme? Nein, ein paar der Peggys wollten hier hoch, die sind erledigt. Tür! Ist nicht so schlimm, das wird wieder. Nur immer draufdrücken. Weißt du, ich sollte letztes Jahr in Rente gehen. Hatte Angst, dass ich mich langweile. Ey, willst du uns vorstellen oder stehen wir hier nur rum und wackeln mit dem Arsch? Tracy,
Ach, fick dich, Virgil, nicht heute. Ich hab's doch gesagt, vulgäre Ausdrücke sind ein Zeichen für, du trägst deinen Button nicht. Nein, ich trage ihn nicht. Ich brauche einen Schadensbericht. Aber wir sind Cougars. Eigentlich nicht. Siehst du, ich trage meinen Button, der Sheriff trägt seinen Button, der Mann hier, tut mir leid, wer ist das? Einer meiner Deputies. Ich dachte, deine Deputies wurden geschnappt. Der hier nicht. Er hat Edens geht so richtig eingeheizt, habe ich gehört. Ist das so? Tja, ich hoffe, du willst dich hier einbringen. Wir brauchen keine Schnorrer. Tracy ist in Ordnung, sobald sie dich näher kennt. Und sie hat nicht ganz Unrecht. Es ist einiges zu tun hier. Hör dich einfach um. Schön, dass du hier bist, Rookie. Schon besser. Wir sollten es uns hier wohl nicht zu gemütlich machen. Die Leute hier draußen sind sehr... Deputy. Geht mich zwar nichts an, aber lass dich mal von Virgil oder den anderen auf den neuesten Stand bringen. Die wissen, wo wir gebraucht werden. Komm mal eben her, Rookie. Um ehrlich zu sein, dachte ich nicht, dass ich dich nochmal wiedersehe. Nach dem Absturz kann ich mich nur an Nebel erinnern. Dann bin ich durch ein Feld gelaufen. Und dann sah ich sie. Du hast sie auch gesehen, oder, Rookie? Was auch immer sie sagt oder verspricht, sie lügt. Halte dich von ihr fern, oder dir geht es wie dem Marshall. Das Bliss. Es lässt dich alles vergessen. Du fühlst dich frei. Du willst für immer dort bleiben. Aber es ist nicht real. Nichts von all dem. Hätten Virgil und Tracy mich nicht gefunden, wäre ich immer noch da draußen, schwimmend in einem Meer aus Bliss. Ein Gefangener in meinem Kopf. Sie haben mich gerettet. Die Cougars, das sind gute Leute, aber sie sind ziemlich am Ende. Wir müssen ihnen helfen, Rookie. Niemand sonst tut das. Eine Sache noch. Wir hatten einen Arzt, einen Tierarzt, aber er tut sein Bestes. Er ist vor ein paar Stunden verschwunden. Keine Ahnung wie oder warum. Halt die Augen nach ihm offen, ja? Das alte Gefängnis ist eine bombensichere Stellung für uns. Schön, Sie zu sehen. Raschelt's gleich im Gebüsch. Ich muss weiter aufpassen. In den letzten zwei Tagen sind ein paar Leute verschwunden. Wir wissen nur, dass wir sie nicht im Bliss verloren haben. Es gibt Gerüchte über einen Ort, der von Faith-Jüngern geleitet wird. Einer dieser Orte, von dem man nicht zurückkehrt. Folter, Ertrinken, Opfer. Die Leute sagen, jeder, der Faith-Klein-Pilgerfahrt nicht beschreitet, endet da. Ich glaube, wir haben hier ein echtes Problem und jemand muss sich das ansehen. Jemand, der zurecht. Dass es sich doch um mehr als nur Geschichten handeln sollte. Sei vorsichtig, Rookie. Du hast im Gefängnis echt das Blatt für uns gewendet. Ja, alles geht drunter und drüber. Aber du kannst doch der Sheriff stolz sein, Junge. Er hat die Leute hier wirklich gut im Griff. Schönen Tag noch. Und vergessen alles. Ich habe vor, das zu beenden, Junge. Pass nur auf, was hier sagen hat. Dieser Ort wird dich alles in Frage stellen lassen. Hey, Deputy, können wir kurz reden? Wir haben diese eine große Aufgabe hier und die lautet, Faith aufzuhalten. Sie hat mir alles genommen. Meinen Job, meine Ehe, sogar meinen Sohn. Und alles nur wegen diesem Bliss. Du bist jetzt einer von uns. Ein Cougar. Wir sind ein Team und helfen uns gegenseitig. Und jetzt brauche ich deine Hilfe, Deputy. Kennst du unsere Trinkwasseraufbereitungsanlage? Die Sekte hat sie besetzt und pumpt sie voller Bliss. Ist das zu glauben? Direkt ins Trinkwasser? Was für Monster tun so etwas? Tja, damit wird Faith nicht länger durchkommen. Ich sage dir was. Wir werden das schleunigst unterbinden. Was sagst du? Von Geld tun nicht mal Stabilisatoren in ihre Treibstofftanks. Der Marshall ist hier irgendwo. Wir sollten sicher sein, aber mit unseren Waffen, dass wir alle an einem Ort zusammengepfercht sind.
Schön, Sie zu sehen, Miss. Was sagt man dazu, Kleiner? Ich gehe lieber Barsche an. Wir brauchen 24 Stunden am Tag um diese Statue. Es wird ein Höllenjob, das Ding wegzubekommen. Ein Höllenjob ist genau das Richtige, um Faith aufzuscheuchen. Dieses Mädchen hat alle Peggys... Hey, entschuldige das von vorhin. War nicht cool. Ich bin schwierig. Da kannst du jeden hier fragen. Aber ich arbeite dran. Also, Neustart. Willkommen. Unser Team hier wird dir gefallen. Alle sind stark und das müssen wir sein, wegen dem, was da draußen los ist. Ich hoffe, Earl hat recht, was dich angeht. Wir alle versuchen herauszufinden, wie man Eden's Gate besiegen kann. Wenn du mich fragst, fängt alles mit Faith an. So nennt sie sich zumindest im Moment. Hast du diese riesige Statue auf dem Hügel gesehen? Natürlich hast du. Ist ja nicht zu übersehen. Der alte Joseph Seed, der Vater. Faith hat dieses hässliche Groupies für ihre Pilgerreise bauen lassen. Hast du sie gesehen? Diese armen Irren auf dem Weg zu dieser Statue? Furchtbar. Wir müssen diese Statue abreißen, damit die Peggys wissen, dass ihr Vater kein verdammter Gott ist. Er ist nur ein Mensch. Was meinst du, Rookie? Mach ein schönes, großes Loch in das Ding. Bleib nicht so lang in diesem Nebel. Den Peggys ist der Naturschutz auch egal. Die schießen auf alles, was sie sehen. Keine Ahnung, ob wir uns davon je wiederholen können. Beeindruckend, dass wir hier draußen schon so lange durchhalten. Hast gut geschossen beim Gefängnis, Rookie.
Am 20. März 1961. Yeah.